Hallo und herzlich willkommen hier zu Oxygen und Included, natürlich wieder in unserem Space Out DLC in der hoffnungslosen Kolonie. Es geht weiter hier. Ja, Leute. Ja, das letzte Mal wollte ich eigentlich noch eine Anschlussfolge aufnehmen, aber da hat dann einfach mein Aufnahmeprogramm gesagt, du darfst nicht. Und ja, gut, heute scheint es wieder zu gehen. Jetzt geht's weiter hier. So, ich habe auch schon ein bisschen hier wieder weitergemacht und hier haben wir jetzt langsam ein Problemchen. Unser Sauerstoff wird so langsam knapp hier. Ne? Ihr seht, also wir haben hier zwar noch ein paar Gramm verschmutzten Sauerstoff, das ist aber kaum der Rede wert. Aber hier der hauptsächliche Sauerstoff wird knapp. Und ja, wir wissen ja, was so ein Duplikant so veratmet, ne? Man, bevor ich die jetzt dann wieder abfliegen lasse, möchte ich nochmal ein was ausprobieren. Und zwar, wir haben jetzt Niob, also hier unten, da habe ich ausgraben lassen. Und ich habe jetzt auch vor, das, die Magma, die irgendwie wegzuleiten, also wegzupumpen, da hinten ein Maul hochziehen, dann einen Auslauf und das einfach irgendwie da über die Karte raus und weg. Wir brauchen die Magma nicht, also man kann damit, wenn man das denn will, könnte damit Energie erzeugen und so weiter und ja, aber es ist halt auch schwierig, sage ich mal so, weil die Temperatur halt entsprechend hoch ist. Ja, und man kann keinen Dampf wie 1000 Grad oder so brauchen zum Beispiel. Das, ja, da habe ich noch nie die richtige Lösung damit umzugehen gefunden, dass ich da die optimale Temperatur von 200 Grad mit dem Dampf dann praktisch weiter verfolgen kann. Ja, wenn da mal einer eine Lösung hat, kann er mir die ja mal schildern. Wäre ja nett, ne? Ja, man muss das halt dann irgendwie... Ja, man muss das... die Wärme speichern irgendwie. Oder, ja. Ohne, dass man halt dann was verliert, ne, dabei. Das ist das Problem. So, jetzt Sattel, bevor ich hier weiter quatsche und... Ja, jetzt gucken wir mal hier nach der Flüssigkeitspumpe. Die können wir jetzt auch aus Niob bauen. So, leider fehlt mir da noch ein kleines bisschen, aber da können wir sicherlich gleich noch was ausgraben. Ich möchte einfach mal geschwind eine hier hinstellen und möchte einfach mal gucken, was die dann für eine Überhitzungstemperatur hat, weil Niob habe ich so selten verwendet, dass ich das jetzt tatsächlich nicht weiß. So, ja, das ist jetzt Niob offensichtlich natürlich hier, ne? Die Spinde, das ist auch blöd. Ja, da war ja noch so ein bisschen Sauergas zum Beispiel. Ah, da ist immer noch wegen Sauergas. Ich habe gedacht, das wäre mittlerweile schon abgezogen. Ich hoffe, da kriegt jetzt nicht gleich wieder jemand einen Hitzschlag hier. Oder ist es zu wenig, dass das jetzt großartige Auswirkungen hat? Es scheint aber so, ne? Gut, das mit den Spinden, das passt mir halt gar nicht hier. Kann ich jetzt auch nicht hier... Kann ich die abreißen lassen? Da ist eh nichts Scheiß drin. Na, wahrscheinlich geht's nicht, oder? Ich mach mal hier eine 9 drauf. Die können das durch schräg hier nicht abreißen. Das stört mich hier ganz einfach. Ja gut, es ist auch hier das Mäuler durchgebrochen mit von Niob hier. Und deswegen, ja, sind jetzt eben die Spinde auch hier voller Lava hier, ne? Mein gut, die sind aus irgendeinem Material, dass die nicht schmelzen oder so, ne? Aber wir können auch hergehen. Ah, das ist echt doof hier, oder? Wir gehen her. Oder das Obsidian. Ja gut, das ist eh heiß, aber das ist ja egal. So, wir graben jetzt einfach mal hier. Ein bisschen weiter. So, jetzt liegt es natürlich hier oben und ihr wisst, 15, wow, das sind aber ganz schön viele Tonnen. Ihr wisst ja, ich bin immer so ein bisschen, ich habe da so einen Monk, der dann sich meldet, wenn ich da was so liegen habe, wo ich dann immer reinkomme, ne? Naja gut, da muss jetzt leider mal ein bisschen, wir können ja später nochmal Leiter, wenn wir das Material dann mitnehmen, können wir das ja dann, sagen, mit einer Leiter abholen, also von daher kein Thema. Oh, ich möchte jetzt hier bloß ein bisschen freigraben, damit ich die Magma da wegleiten kann. Also, dass die ein bisschen von den Schränken hier weggehen.
So, gut, Raum wird es hier gleich wieder weggehen, oder? Ja. Dann grabe ich hier mal auf. Oh, jetzt kommt er wieder. So, dann kann die Lava schon mal da hin. Ich sage immer Lava, aber es ist ja Magma, ne? So, jetzt, ich will da aufpassen, nicht, dass der darin reinplumpst. Nämlich dann blöd. Deswegen mache ich das jetzt so nach und nach, die Sticker hier. Wenn ich da unten einen Auftrag gebe, dann geht er, glaube ich, runter. Das will ich jetzt nicht riskieren. Halt! Nicht immer so schnell! Ich bin noch nicht fertig. So, nächste. Ja, du gehst aber darüber, oder? Nicht, dass er da reinplumpst. Ich hab da echt immer Schiss. Dass das passiert. Ah, Stromkreis mal wieder überlastet. Nerven. Aber wie gesagt, wenn dann alle Transformatoren auf einmal sozusagen anspringen, dann wird der Starkstrom ein bisschen überlastet. Sicherlich, das Kabel wird ja auch irgendwann überbeansprucht. Ist ja logisch. So, komm, mach den noch. So, dann machen wir hier mal weiter. Ja, ihr geht immer viel zu schnell weg hier. Ja, das war klar, dass es schmilzt. Na, jetzt nimmt er das Magmatit. Naja gut, ich habe das mal in den Behälter da einlagern lassen. So, jetzt Sattel. Ja, jetzt machen wir dann nach hier auf. Und dann hier. Rowan. Was machst du hier für ein Quatsch? Ah, gut, das ist klar, der hat das nie abgeholt. Und jetzt hat er es erst wieder. Ah, Gott, jetzt hat er es fallen lassen. Ja, ihr seid mir die schlauesten von drei Glocken, das muss ich echt mal sagen. Ja, wahrscheinlich war es dann noch zu heiß und. Ja. Gut, naja, Gott sei Dank haben wir das Bett hier. Wobei ich das Bett hätte auch mal weiter nach unten bauen können, damit die hier nicht mit der Strahlung ständig ausgesetzt sind. Im Moment geht es ja mit der Strahlungsding. Ja, aber Marie ist ja auch. Marie ist halt jetzt auch hier. Wir lassen mal. Ich lasse das mal hier mit dem Zerlegen hier. Weil er steigt nicht wieder runter und schießt da dann drauf und das ist nicht so toll. Ich weiß gar nicht, ob jetzt beim Zerlegen, aber ich hätte ihn wahrscheinlich durchstöbern müssen. Weil das ist jetzt einfach weg, das was da drin war. Aber es wäre nichts Wichtiges gewesen wahrscheinlich. Sag auch mal so. Ja, aber ich komme jetzt hier so ganz schlecht an das Niob dran, ne? Kann ich jetzt einen Spind vielleicht, durchstöbern geht wahrscheinlich nicht, weil die müssen, glaube ich, von da unten ran. Bin mir nicht sicher. So, jetzt wird, glaube ich, erstmal gepflegt, oder? Nee. Nee, schon wieder Verbrühung. Okay. Ja, Ron, jetzt liegt es an dir, sie zu retten. Es sind beide total angeschlagen. Jetzt tu es ja doch rausbringen, du Dödel. Oh mein Gott.
Oder tut er jetzt auch gleich hier abkratzen? Ich muss mal nachgucken, was der macht hier. Nein. Ja. Marie, so. Dringend. Ja, muss ich die jetzt wiederbeleben. Und ich glaube, dann lassen wir die Sache und dann fliegen wir nachher gleich mal weg hier. Verbrühung schon wieder. Ersticken? Wer erstickt denn jetzt? Marie. Ja, was ist denn jetzt hier los? Warum? Ach so, er hat sie ohne Anzug da draufgelegt, der Dödel. Ja, du bist doch der Schlauste von drei Glocken, das muss ich jetzt einmal sagen hier. So, ja, ich krieg jetzt wahrscheinlich das nicht mehr, dass jetzt hier, 40 Kilo fehlen ja, oh Mann. Ja, es ist nämlich wahrscheinlich, wenn die den Brocken schon in die Hand nehmen, der heiß ist, dann ist schon die Gefahr da. Ja, wir müssen das Thema abbrechen. Das gibt laufend. Jetzt ist der Nächste wieder bewusstlos. So, Marie, dann wieder Ron. Was ist denn jetzt hier? Was ist denn hier wieder kaputt hier? Warum ist er jetzt schon wieder bewusstlos geworden? So, ja gut, der wird jetzt auch gleich wieder japs, japs. Weil er wieder keinen Anzug anhat. Ja, okay. Wir lassen alles stehen und liegen, was hier ist. Und ich glaube, wir starten dann zurück. Gucke ich erstmal nochmal hier. Vielleicht hier an das heiße Material gekommen, an das Wolfram. Oder ich weiß es nicht. So, ja. Da machen wir es jetzt folgendermaßen. Hier kommt keiner mehr aufs Bett. Gucke ich nochmal, was mache ich jetzt. Ah, es kann noch wegen dem Scheiß Sauergas gewesen sein, dass es da noch einmal passiert ist. Jetzt legt er sich doch noch mal aufs Bett. Nee. Leute, wir müssen jetzt abfliegen. Also, ich tue schon mal das Ziel setzen. Wir müssen nach Hause. 5 Zellen. So. Jawohl. Jetzt muss ich nochmal kontrollieren. Die Besatzung. Quatsch. Falsch eingestellt. Besatzung ändern. Marie und Rowan. Okay, alles klar. Startsequenz beginnen. So, Rowan. Würdest du dich zur Rakete begeben? Wäre das möglich? Ich hätte jetzt halt wirklich gern die Pumpe angeguckt. Mit der Erhitzungstemperatur. Aber ja, das muss ich jetzt leider abbrechen. Aber ich könnte ja eine andere Kuh hinschicken jetzt, ne? So, was ist denn jetzt hier los? Was heißt denn das? Ausrufezeichen. Der Lager ist egal hier, so. Ab geht's. Das macht jetzt auch nochmal Dampf. Schön. Ja, schön heißer Dampf hier. Jawohl. Geil. Ja, da sollten wir dann auch einen Moment warten, oder wir müssten eigentlich hier irgendwie. Ja, wir konnten halt nicht höher bauen, ne? Ja, das sollten wir dann vorher die Duplikanten nicht aussteigen lassen. So, okay, wie lang fliegen denn die jetzt? 2,2 Zyklen, ja gut, es wird eine Weile dauern. Wir gehen zurück auf Soilina. So, wir mal kurz das kontrollieren. Ja, da fehlt noch ein bisschen Betankung wieder, damit er weiter zum Bohren fliegen kann. Und hier die Rakete will ich mir mal kurz angucken. Da haben wir nichts, da haben wir ein Modul frei, also da haben wir Platz frei. Dann schaue ich mal da rein in den Innenraum. Da ist Platz. Okay. Die sind im Prinzip ja genauso ausgestattet wie die andere auch. Da ist noch der Förderschienenbelader drin.
Der verbraucht aber momentan ja keinen Strom, ne? Nicht, dass das halt so ist. Das Gerät habe ich auch noch drin. Ach so, ja, da wird wahrscheinlich jetzt hier keine große Halle drin sein, weil das Zeug da drin steht. Genau, ist ein allgemeiner Raum. Ach ja, und der ist auch nicht ausgeschaltet. Oder? Ah doch, der war. Ja, das ist in der Übersicht, war blöd. So, naja gut, dann wird man da wahrscheinlich zwei Kantinentische hinstellen. Wobei, ja, man könnte auch ein Bett, ne? Das wäre auch. Ja, es war jetzt auch dekomäßig ein Problem, ne? Lass mich mal überlegen. Das Leiterbett braucht, glaube ich, zwei, ne? Könnte nur einen Kantinentisch hinbauen. Sonst habe ich nämlich keinen Platz hier. Ich möchte halt hier eine große Halle haben. Das ist das Problem. Und das Bett ist dann eigentlich auch wieder nett, oder? Doch, Bett müsste gehen. Warte mal, Möbel. Ich gucke mal kurz nach. Leiterbett. Ja, es braucht zwei Plätze. Hätte man nur einen Platz frei. Ja, man bräuchte halt ein Erholungsgebäude. Was nur ein Feld groß ist. Aber ich kenne da keinen. Da gibt es da irgendein Möbelstück. Denn Safter ist auch so groß. Der ist auch zu groß. Es gibt. Das ist, glaube ich, kein Erholungsgebäude, oder? Das ist ein Erholungsgebäude? Ja, es ist ein Erholungsgebäude. Es wäre eins groß tatsächlich. Ja, ich hoffe, das zählt. Dann machen wir das so. Wir zerlegen den Wasserdinger. Ja, da könnte man zum Beispiel in einem Speisesaal auch anstatt dem Dinger hier, was natürlich für den Speisesaal besser passt, der Wasserspender, aber da könnte man da ja prinzipiell auch einen Telefon reinbauen. Gut, was wahrscheinlich auch sein wird, der Räumer hier, der wird wieder dann das Ganze stören, weil das ein Gebäude ist, also ein, ja, ein groß industrielles Gebäude eben. Wird man auch zerlegen. Warum ist das eigentlich jetzt hier rot? Also das Abrisssymbol meine ich jetzt. Da kommt jetzt auch wieder so schnell wieder keiner. Das ist immer so nervig, wenn das dann ist, ne? So, Möbel. So, Kantinentische. Also, einen können wir schon mal hinbauen. Ja, das Telefon wird man dann auch nicht anschließen an Strom oder so. Aber, ja. Und dann können wir tatsächlich hier noch ein Bett hinbauen. Also, halt ein Leiterbett, ne? Aber, ja, immerhin. Da brauchen sie sich nicht beschweren. Das bauen wir aber nicht aus so. Brauchst mal aus Stahl. Kind ist aus Blei. Ist ja auch blöd. So, Kantinentisch, den bauen wir auch aus Stahl. Da ist er abwaschbar. Haha. Aber irgendwie gerade will hier keiner rein, oder? Wie schaut denn das aus? Oder bin ich jetzt nicht so blöd? Irgendwas falsch? Steht auf alle. Ah, ich bin in der Pause, ich Trottel. Ah ja, da kann ich lang warten, dass was passiert. So, da hat wieder einer einen Chatanzug an, okay. Ja, Moment mal. Dann fehlt hier aber da fehlt hier wieder ein Anzug eigentlich. Da hat noch einen Anzug. Da fehlen eigentlich zwei Anzüge hier. Ich liefere hier mal zwei normale Anzüge, weil da können die anderen ja eigentlich nie einen Chat-Anzug loswerden. Ja. So. Aber hier fehlen doch dann jetzt auch wieder Anzüge, oder? Na, ich weiß es nicht genau. Gut. Ja, ansonsten. Ja, irgendwann wird man, wie gesagt, das mal mit dem Stromproblem hier lösen. Dass man die Transformatoren immer anschmeißt, dann, wenn da die Last, wenn die niedrig genug ist. Nur, ich bin mir jetzt gerade nicht so hundertprozentig sicher, wie ich das machen muss. Ob ich einfach hier den Sensor einbaue und das dann hier anschließe.
So, wie war das mit dem Ausgang hier eigentlich? Mit dem Stromausgang? Also mit dem Automatisierungsausgang meine ich. Okay, grünes Signal heißt Gebäude aktivieren. Da müssten wir aber dann ein Und praktisch hinmachen. Also wenn die Batterie sagt grün und wenn der Wattsensor sagt grün, dann dass der anspringen darf, ne? Mein gut, es wird dann vielleicht so sein, dass es dann ab und zu mal sein kann, weil halt dann der nicht an darf, dass es dann halt mal sein kann, dass die Batterie halt leer läuft, ne? Oder beziehungsweise man könnte dann natürlich auch den unteren Schwellenwert erhöhen, dass man sagt, wir gehen auf 15% Batterieladung. So, und hier ist jetzt zum Beispiel das Folgende, dass hier gar keine Anzüge mehr hängen. Was ich so ein bisschen komisch finde, dass die alle im Betrieb jetzt gerade sind, in Benutzung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Da müsste echt mal alle Duplikanten irgendwie in irgendeinen Raum reinschicken und dann mal die ganze Sache richten, ne? Weil das ist ja echt doof. Warte mal, wo ist denn die Brühe hier schon wieder hergekommen? Ach, da hat es, glaube ich, wieder ein bisschen Pipi-Problem gegeben. So, okay. Was ist denn hier los? Ah, wieder die Körpertemperatur. Das ist hier immer noch ein bisschen zu niedrig, die Temperatur. Ja. Ja, außen ist es warm. Also hier ist es und... Oh, nee. Leute, macht doch nicht so eine Schinde. Ah. Jetzt habe ich ein Problem. Warte mal, dann reiße ich jetzt das Ding hier ab. Alarmstufe gelb. Nee, Alarmstufe rot. Ah, das Material gelaufen und dann zack. So, und jetzt bauen wir hier ein Krankenbett hin. Hoffentlich funktioniert es. Medizin. Ah, das ist breiter, verdammt. So, zerlegen. Alarmstufe. Hopp, gib Gas. Was ist denn jetzt los hier? Ah, jetzt muss er auch noch hier kübeln. Hopp, auf geht's, nicht lang rumschnacken hier. Ja, was ist denn jetzt los, Junge? So, jetzt hat er und jetzt Medizin. Krankenbett. Schnell. Alarm, Alarm, Alarm. Hopp, auf, wie bau, 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 bau. Wie lange hat es denn noch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und jetzt aber auch Schnur. Oh. Hallo? Reinlegen bitte, danke. Oh. Also. Wie knapper braucht es nimmer sein? Also echt jetzt. Und. Wenn hier noch einer hier das blöde Ding hier anpackt, ey. Heideblitz. Ja, das hat 71 Grad, das blöde Wolfram, was hier rumfliegt. Es ist halt zu heiß, ne? Klar. So, und die Pumpe kann ja gar nicht mal das Gas abziehen hier unten, wenn hier alles voll ist. Sonst ersticken die nämlich hier noch gleich, ne? Na gut, jetzt wird Maria erstmal hier am Bett. Mann, das ist jetzt eigentlich ein Hintergrund hier gerade. Das war ein merkwürdiger Hintergrund gerade. Die hat sie nämlich gerade sogar geändert, ne? So, jetzt kann erstmal wieder das Gas hier abgezogen werden. Ja, bis sie eben hier wieder alles voll mit Wasser machen. Ja, genau. Ja, super geil. Hast du super gemacht.
Meine, im Prinzip bräuchten die auch bloß einen Tisch, ne? Die haben ja eh unterschiedliche Essenszeiten. Ne? Und daher, Sauron, pack das mal wieder weg. Und ich denke mal, wir probieren mal was anderes jetzt aus. Also, falsch geklickt. Also. Da waren wir Stände geblieben, aber ist egal, da haben wir ja nur geguckt. So, wir wollen mal was schauen. Schaut es eigentlich bei denen aus? Ah ja, die Bäume haben es eingepflanzt wieder. Die wachsen auch, also die Temperatur scheint jetzt zu passen hier für die Bäume. Na gut, man wird mal sehen. Wie ist denn das? Erntebereit, also da wird ja dann irgendwann auch ein Samen abfallen, oder? Ich weiß es nicht genau. Na gut, ich bin mir da echt nicht so ganz sicher. Und hier muss ich mal. Ich hänge jetzt mal ein paar Anzüge hin wieder. Weil irgendwas ist hier faul bei dem Ganzen hier. Kann man echt nicht vorstellen. Dass das so sein muss hier. Machen wir mal nicht alle voll. So. Wo war ich denn jetzt? Genau, ich wollte Strahlungsmedikamente versuchen mal herzustellen. Wo ist unsere Krankenstation? Die ist hier. Da ist die Apotheke. Primitive Strahlungstablette. Also wird beschleunigt. Dass sie erhöhte Strahlbelastung bewegen. Ja, gibt ja auch nur diese primitive, ne? Gibt es sonst noch was? Das ist allergisch. Ne, das ist nicht. Verbrechende Strahlung, die sind der Rakete. Immunverstärkung. Ne, kein passierend. Ne. Vitaminkautabletten. Ne. Ja, da gibt es zweierlei, ne? Die ist geringfügig und die deutlich. Okay. Ne, wir brauchen jetzt hier mal die primitive Strahlungstablette. Da brauchen wir Kohle. Ja, da haben wir ausreichend. Also da brauchen wir nicht lange rummachen. Da werden jetzt einfach mal 99 Stück hergestellt. Strahlungsabsorption minus 100 Rad pro Zyklus. Ja, und die werden dann in der Rakete mitgeführt. Und dann könnte das Thema auch ein bisschen besser werden. Mit dieser Kotzeritis in der Rakete. So, Experimental ist hier unterwegs. Also den Namen habe ich so ja nicht gewählt. So, ja, wobei man könnte die Strahlungsmedikamente generell ja überall, dass die immer genommen werden können, ne? Ja, die sollen sie halt nicht für Quatsch nehmen. Ne, eigentlich würde ich sagen, nur für die Raumfahrer mache ich das einmal. So, jetzt ist schon wieder das so. Ja, man müsste hier jetzt. Naja, das können wir aber schlecht, ne? Ja, es müsste sowas geben, so ein Auslauf. So wie an der Toilette praktisch, dass es hier einfach ja so ein Wanddurchlass, dass es einfach dann weg ist. Dann gibt es aber nicht diesen Auswurf. Ja, und ja. Perfekt. Das machst du wirklich gut. Wie lange müssen die eigentlich noch fliegen? Ah, noch ein Zyklus. Naja, gut, okay, alles klar. So, wieder auf unserem Planetoiden zurück. Oh Mann, also sehr produktive Folge mal wieder. So, hier sind wir bei Halbzeit. Wie viel? 8 Felder reicht's wieder, okay. Naja, gut, da sind wir gleich so weit. Da machen wir mal 450. Daher, man kann ja hier mal ein bisschen tricksen, ne? Da machen wir mit 285. Ich habe das ja so hoch eingestellt, damit da halt nicht so viel am Weg verloren werden kann, aber ja. Ich muss das wieder mal so probieren mit dieser Batterie, aber ja. Da müssen wir das Ganze halt einmal umbauen, das ganze Werkel hier. Ja, auch das hier oben. Naja, es ist möglich. Es ist halt nichts unmöglich, ne, was ich hier mache. Den Apparat haben wir hier rein, damit er nicht überhitzt, ne? Ja, das ist das Problem. Dann könnten wir hier.
Ich meine, das Ding hier oben, das können wir ja jederzeit woanders hinstellen. Das ist ja nicht hier fix hier. Und die Solarzellen, ich glaube, die brauchen wir momentan hier auch nicht mehr. Oder haben wir damit irgendwas? Ich glaube, da betreiben wir das Ganze hier. Die können wir auch ein bisschen versetzen. Also die eine ist es ja bloß. Je nachdem. So, den wollte ich noch losschießen lassen. 365. Ja, dann haben wir wieder ein bisschen was in der Rakete getankt. Dann stelle ich das Ding wieder nach oben. Ja, man könnte es auch. Man könnte es auch, dass es da wieder den Felsen schießt, ne? Dass halt wirklich niemand da vielleicht mal getroffen wird. Das weiß man ja nie, ne? Da kann immer wieder mal was passieren. So, dann lasse ich den nämlich wieder starten hier. Wir sind eigentlich hier, haben wir hier eine Crew eingestellt? Nee, jetzt noch nicht einmal eine Crew eingestellt, okay. Ja, aber ich sehe hier schon Kandidaten, die man da hinschicken können. Ich muss mir die Leute mal angucken. Was kann zum Beispiel Hassan? Fertigkeiten. Also der Hassan ohne S. Hassan. Der hier. Du kannst alles graben. Perfekt. Was du jetzt nicht kannst, ist bauen. Ja, deswegen war Maria eigentlich so gut. Okay, aber das könnten wir dir noch beibringen. Du hättest 3 Punkte übrig. Raketensteuerung hast du. Ja, da hat mir jetzt halt noch zu wenig Fertigkeitspunkte. Sonst könnte ich den halt noch ausrüsten hier. Da haben wir noch jemand, der hier mit schwerem Grabending ist. Oder wie ist ein Barney zum Beispiel drauf? Barney ist auf jeden Fall Baumeister. Gut, graben nix. Könnte man aber ausrüsten. Meine Rakete kannst du auch lernen, so ist es nicht. Hat man wie ein Bird. Bird. Bird ist Forschung, okay. Warte mal, war eine Forschung? Das weiß ich jetzt gerade echt nicht. Der war ja die ganze Zeit, glaube ich, hier geblieben. Also er kann, ja, er wäre auf jeden Fall ein Kandidat, der mit könnte. Und er hat auch Bauen, aber gut, Graben wiederum halt mal wieder nicht. Gut, da könnte man es aber auch so machen. Einer graben, der andere eben nicht, ne? Dann würde ich, ja gut, ich würde Bird mitnehmen. Das passt nämlich eigentlich. Mit der Forschung hier, ne? Wobei... Ja, ich müsste ihm noch die Elektrotechnik beibringen. Wegen dem Raketen. Nicht wegen der Rakete, sondern wegen. Aber wegen der Mechatronik eben. Das mache ich jetzt einfach mal noch. So. Ist da noch ein Mechatroniker. Krieg jetzt aber nicht den speziellen Hut dafür. Das muss nicht sein. Eigentlich müsste der noch einen Forscherhut drauf haben. Dass wir das so ein bisschen trennen, ne? Gut. Jetzt gucke ich mal noch kurz. Hier haben wir noch zum Beispiel Abe. Ja gut, graben überhaupt nicht und bauen eigentlich auch nicht, ne? Da haben wir höchstens hier noch zum Beispiel Ada. Ah, da hätten wir das Ganze noch schon, aber halt die Forschung wieder nicht, ne? Gut, wir haben jetzt gesagt Barney. Wie war das? Barney, ne? Ne, Barney war es nicht. Bird war es. Bird nehmen wir mit und wen nehmen wir dann noch mit? Das ist die zweite Frage. Der zweite. Ach so, ja, dann würde ich noch einen, der eben graben kann, mitnehmen, ne? Gut, dann wäre vielleicht Hassan doch wieder hier in der engeren Wahl hier. Da können wir noch zum Beispiel mit dem Schutzanzug da das machen vielleicht. So. Ist ja egal, wer den Pilot macht. Also Hassan und Bird. Würde ich dann bei der zweiten Rakete einteilen. So, Besatzung ändern. Hassan ohne S. So, wo ist Bird? Ach, Bird ist hier in der Rakete schon Pilot. Okay, dann passt's ja. Wen habe ich hier sonst noch vielleicht? Nicht, dass ich da nämlich zusätzlich einen eingestellt habe. Okay, nee, passt schon. Alles klar. So, grrrt. Und weg. Ja, ich weiß, Drucker, dass du was hast für mich. So, jetzt gucken wir mal Innenraum. Wie ist denn das mit den Strahlungsmedikamenten? Kann ich die einfach hier reinkippen lassen?
Oder muss ich da speziell was bauen? Also das Bett haben wir jetzt hier. Genau, jetzt wollen wir noch einen zweiten Kantinentisch hier bauen. Und dieses Telefon wollte ich noch hinbauen. Gemeinschaftstelefon. Das bauen wir aber auch aus Stahl. So, jetzt geht es aber noch um Deko-Gegenstand. Heieiei. Schwieriges Wort. Das ist jetzt schwierig. Deko-Gegenstand. Ich mache jetzt hier nicht unter, weil der Ausgang hier ist. Wenn wir den Ausgang verlegen, das wäre nämlich möglich. Weil der braucht Strom, oder? Der Ausgang. Ja, der braucht Strom. Aber gut, das können wir ändern. Da können wir sowieso das Kabel werde ich hier ändern. Ja, dann machen wir diesen Abzug hier. Da habe ich auch den Filter nicht eingestellt. Das war nicht der schwere Fehler vorher. Und dann können wir dann dahin stecken. Das ist überhaupt kein Problem, weil das ist ja schon so. So, das zerlegen wir. Da haben wir Kabel. Das schließen wir hier an. Ah, das Telefon. Ja gut, ich glaube, das wird man nicht in Betrieb setzen. So, da haben wir eh schon ein Kabel hier. Dann können wir das so verlegen und können das hier zerlegen. So, außerhalb von Erholungsraum. Ja, ich weiß. Das hat sie umgebaut. Perfekt. Atembares Gas. Sauerstoff. So. Müsste, könnte, sollte eigentlich passen. Jawohl. Schön. Ich weiß, ich habe da noch diese Disco-Lichter hingebaut gehabt beim anderen. Die brauchen wir aber vielleicht gar nicht zwangsläufig. So, jetzt könnte ich hier nämlich ein Bild aufhängen. Warte mal. Blöp. Bilder sind unter Möbel, glaube ich. Leinwand. Die hier. Na gut, da tun wir jetzt mal einen Goldrahmen rummachen hier. Und zack, Leinwand. So, was hier jetzt dann noch an Material rumgammelt, das können wir dann hier aufräumen lassen. Ja, auch hier das Wolfram und so weiter. Das ist, ich weiß, das ist jetzt von dem Zeug, was ich abmontiert habe. Ja, und das wurde halt in der anderen Rakete heiß. Das war das Problem. So, wie schaut's aus, Leute? Jetzt gucke ich nochmal in die andere rein. Okay, Marie ist jetzt gleich wieder fit. Ja, im Rückflug, das ist ja schon mal perfekt, oder? Der Brocken hier. Na gut, jetzt hat er nicht mal 70 Grad. Jetzt können sie sich an dem Ding auch nicht mehr verbrühen. Das ist schon mal ein Vorteil. So. Ich überlege nur gerade. Ah ja, jetzt sind sie, glaube ich, gelandet. Jetzt hat sich nämlich da das geändert hier. Ich schau mal ganz kurz. Seid ihr gelandet? Nee, ihr seid noch nicht hier, sonst wäre das eigentlich auch Soilina, ja. Aber ich meine, ihr seid im Landeanflug jetzt gleich. Ja, das wird's sein. Und dann wird man nämlich das auch ändern hier, dass man das Ding hier. Geht das hier nicht? Aber wahrscheinlich wegen dem Pixelpack. Die bringen eh nichts. Ja, jetzt sind sie gelandet. Ja, jetzt ist nämlich auch hier oben eingereiht. Na, jetzt hat sich Rowan aus Bett. Ja, ich muss dich jetzt dann leider aus dem Bett schmeißen. Das wird man jetzt ändern. So, das wird demontiert. Ich denke, wir tun die ganzen Pixelpacks hier demontieren. Hier, die sind nicht wirklich zielführend. Und außerdem dieses Symbol, das nervt da einfach die ganze Zeit. Ich wäre aber so, ich Dinger hier, dass man die ausblenden könnte, einfach mal so hier sehr zu haben.
Okay. Lass uns mal hier gucken. Da machen wir mal den 9 drauf, dass das dann auch repariert wird wieder. Also was sind die eigentlich gebaut hier? Aus Kobalt. Na, es wäre vielleicht auch nützlich, wenn man die Anzuchtdocks, wenn man die vielleicht sogar aus Stahl baut oder die ganze die Kontrollstelle, dass wenn es hier mal wieder Überhitzungen gibt, dass das nicht gleich an Heiden fällt im Ganzen, ne? Dass das nämlich kaputt gehen kann. Der Tank ist aus Stahl zum Beispiel. Ja, ich würde das jetzt nämlich machen hier. Zerlegt es hier. Also wäre mir lieb gewesen, wenn du das zuerst zerlegt hättest, aber naja, gut. So, dann können wir den Kantinentisch einmal kopieren. Das einmal so machen. Den hier zerlegen. Die Statue reiße ich dann ab, wenn es ist. So, Anzuchtdock. Bauen wir jetzt auf Stahl. Ja, du kannst jetzt nicht raus, klar, weil das die Verbindung da nicht ist. Aber währenddessen kannst du ja da noch zerlegen. Außerdem kannst du hier essen. Hier ist da im Kühlschrank. Ach so, nee, Linse darf hier nicht, ne? Die darf kein Bärenmatsch essen. Na gut. Die wird nicht gleich verhungern. Also das ist jetzt einmal ausgeschlossen. Kommen wir hier nicht ran? Doch, da müssen wir doch rankommen, oder? Das ist der Experimental Sat, jawohl. Jetzt gucke ich mal kurz nochmal Virgio. Okay, da könnte dann jemand noch ein Bild malen. Jetzt gucken wir mal, ob das hier oben der Raumbonus ist. Allgemeiner Raum. Entferne, okay. Also das Bett. Das Bett ist... Ja, dann lassen wir das Bett halt komplett weg. Nee. Das zählt dann zur Baracke, okay. Aber man konnte doch in der großen Halle ein Bett reinbauen, oder? Merkwürdig. Ja gut, so ist es halt. Dann brauche ich das nämlich bei der anderen Rakete gar nicht so bauen. Ja, was ich da vielleicht mache, das sind dann vielleicht noch Lagerbehälter. Das könnten wir machen. So, jetzt bauen wir hier aber auch so ein Telefon hin. Ah, das hat funktioniert, jawohl. Hier machen wir jetzt natürlich... Hallo? Leer lassen. Ah ja, geht. Abmontieren, jawohl. So, jetzt machen wir hier Möbel... Hier haben wir ein Telefon, ein Gemeinschaftstelefon wieder. Aus Stahl, das haben wir doch vorher schon mal gebaut. Warum hat er das denn nicht gemacht? So, und das Ding wollte ich zerlegen. Beziehungsweise hier rüber bauen. Dann hier zerlegen. So, und dann müssen wir hier auch. Dann machen wir das Kabelwerk andersrum. Ja, es gibt halt immer mal wieder Sachen, wo man dann optimieren kann, ne? Ist ja eigentlich auch ganz schön, ne? So. Okay. Ja gut, Lindsay, wenn du jetzt halt da den Anzug hingehängt hast. Ja, jetzt. Ach so, jetzt. Ja, wir haben gleich wieder Strom. So, jetzt haben sie hier Kobalt und Kupfer. Ach so, ja. Naja, ist egal. Na, warum baust du denn das jetzt? Ach so, wir haben keinen Stahl. Ach so, ja. Wir haben wahrscheinlich keinen Stahl übrig. Aber normalerweise... Moment mal. Ach, ich habe da eins zu viel abgerissen.
So, okay. Jetzt funktioniert die Sache auch wieder hier. Jetzt müsste die dann aber dann... Ah, nö. Gut. Jetzt kommt jemand anders. Ja, Leute, ich würde mal sagen, hier machen wir einen Cut. Es ist schon wieder eine Dreiviertelstunde um. Das geht ratzfatz hier. Ja, ich sage auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat auch dennoch irgendwie gefallen. Also ja, wie gesagt, das auf diesem Magma-Planeten ist nicht ganz easy, ne? Ich sage auf jeden Fall danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Lego.